Jennifer Lawrence, lass sie gefälligst tragen, was sie möchte. Die Schauspielerin, Mutter, war vergangene Woche bei einem Promo-Termin in London für ihren neuesten Film Reach Parov in die Schusslinie geraten. Das begleitende Fotoshooting, geschossen auf dem Dach des Corinthia Hotels, zeigte Jennifer Lawrence in einem weit ausgeschnittenen Versace-Kleid, wie sie von ihren männlichen Co-Stars wie Jeremy Irons, 69, umgeben war, die sich alle mit dicken Mänteln gegen die beißende Kälte gewappnet hatten. Auf Twitter äußerten sich die Kritiker dann auch meinungsstark. Entweder Jennifer Lawrence bekommt einen Mantel, oder Jeremy Irons zieht knappe Hosen ohne Hintern an, ätzte einer beispielsweise. Doch die Schauspielerin wusste sich verbal zu wehren und dementierte hartnäckig, dass sie dazu gezwungen worden sei, in nicht zweckmäßiger Kleidung aufs Dach zu steigen, weil sie eine Frau ist. Ich war ganze 5 Minuten da draußen, es war einzig meine Entscheidung, giftete der Star auf Facebook. Beistand erhält Jen jetzt von Jeremy Irons selbst, und er schlug mit einer gehörigen Portion Humor in die gleiche Kerbe: Ich hab meine hinterlosen Hosen vorher schnell angeschaut und dachte, das sei keine gute Idee, scherzte der Schauspieler gegenüber der britischen Metro. Jennifer hat selbst entschieden, was sie anziehen wollte. Ich habe selbst entschieden, was ich anziehen wollte. Jennifer Lawrence ist eine freie, verrückte und abenteuerlustige Frau.